Hi Leute und ein herzliches Willkommen bei einer weiteren Aufnahme No Man's Sky. Das Missionsziel befindet sich in einem anderen System. Benutze ein... Wir wollen ja das machen. Da müssen wir erstmal zurück zu unserem Basiscomputer. Und da hat mir auch einer in die Kommentare geschrieben, dass ich zur Anomalie muss. Um vielleicht weitere Baupläne zu haben. Kann man hier noch irgendwas scannen oder so? Wo sind wir eigentlich? Auf irgendeinem Hitzeplanet. Ich scanne mal ein paar Sachen. Das gibt ja Nanit. Einfach nur, weil wir was können. Der ist auch alle. Der Kumpel ist alle. Rache wird am besten kalt serviert. Oh, guck mal, diese Plattform. Was ist das denn? Aber wie gesagt, eins am anderen. Die sehen echt eigenartig aus, aber okay. Jeder so, wie er es braucht. Haben wir alles, haben wir alles, haben wir alles. Das haben wir nicht. Aber dieses riesige Geschöpf schon? Ja. Okay. Zu unserem Basiscomputer zurückkehren. Das können wir auch auf Eskin Paradiso machen. Stimmt eigentlich. Warum nicht? Wir sind ja gleich da. Mit Volker. Tritium-Impulsame Gedrücktheit im Abbau von Asteroiden. Tritiumreiche Asteroiden. Ach so. Weil das hier alle ist. Platin. Tritium. Gold. Oh, das lohnt sich ja hier, ne? Geht der nicht? Tritium Hypercluster. So. Na, das geht doch rucki zucki. So. Ankunft in 3 Stunden.
oder in 10 Sekunden. Das geht natürlich auch. Das ist echt ein schöner Planet. Schwupp. Oh, wir bräuchten hier so ein Solarding. Oder? Was brauchen wir für ein Solarding? Hier, ne? Eine Metallplatte. Ferritstaub. Das ist reines Ferrit. Dum, 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 dum. Ferritstaub. Bauen wir mal schnell. So. Wie war Verkabelung? Cool. So. Sehr schön. Alles klar. Automat, Ganger, Archiv für Benutzer, nicht verfügbar, extern verfügbar, Koordinaten und Koordinaten folgen. Genau, das sind jetzt, das kriegen wir jetzt immer wieder. Und wir wollen ja aber mehr bauen können. Also hier steht nichts von einer Anomalie. Erkundungsanleitung. Schaltet der Quecksilber-Synthese-Roboter zusätzliche Sammelgegenstände frei. Exotische Sammelgegenstände können mit Quecksilber synthetisiert werden. Hä? Nara und Pola setzen ihre Reise durch Raum und Zeit fort in einem Tempo, das nur sie selbst verstehen. Sie bleiben in Kontakt und besuchen mit Freunden jeden Ort von dem Benutzer. Schnellmenü im Weltraumanomalie ein Signal zu senden. Um der Weltraum? Durch das Gerät stark genug sein, um eine stabile Verbindung herzustellen. Den Fernsender erreichen. Hier soll ich hin, ne? Vielleicht einfach mal eine Hauptquest machen. Vielleicht kommen wir da auch weiter. Also ich hätte jetzt nicht das dritte Mal nochmal so einen verschleimten Basiscomputer gesucht oder so. So. Dim, 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 dim.
da müssen wir hin. Speichersignal. Okay. So, wo ist mein Schiff? Wie sieht eigentlich unser Inventar aus? Hoppenvoll. Aber wir tun das, was uns aufgetragen. Das ist auf unserem Planeten? Hätten wir uns auch Energie sparen können und einfach dahin porten können, aber egal. So. Bumm. Ich drücke irgendwie immer erst auf F, um auszusteigen und ich weiß nicht warum. Gut, dann wollen wir mal. Wir müssen mal ein bisschen Sauerstoff einsetzen. Und vielleicht den hier auch hoch. Kann ich nicht. Kein Ionenakku bei. Da ist es. Allein inmitten der Sterne. So allein fühle ich mich gar nicht. Da oben. So, jetzt kriegen wir aber erstmal nochmal Navigationsdaten. Okay. Hallo? Nichts gefunden, das ist ja auch traurig. Ein Microprozessor? Why not? Was ist das hier? Ach so. Wir grasen natürlich erstmal alles ab. Na niet. Oh, geborgene Daten. Hier ist ja auch noch Geld und so, oder? 75, oder? 42, okay. Vielleicht ist in einer anderen Kapsel mehr drin. Ansehen verbessert. Gag. Sehr cool. Na gut, dann werden wir mal nach da oben kraxeln. Und uns unseren Quest-Fortschritt holen. So, Leiter erklimmen. Verstehe ich noch nicht so ganz, aber okay. Ach, hier. Ach, das ist eine Leiter. Jetzt sehe ich's. Jetzt verstehe ich's.
Ich dachte, das warpt mich hoch, aber stand ja auch Leiter, ne? So, gibt's da noch irgendwas? Nee, da hinten ist ein vergrabener Vorrat. So, Holo-Kommunikationsturm. Ist das hier? Egal. Holo-Terminus aktiviert. Mehrere Signalquellen verfügbar. Der Turm verfügt über einen mächtigen Sender, der darauf ausgelegt ist, holographische Kommunikation über große Entfernung zu ermöglichen. Die zusätzliche Energie sollte es mir ermöglichen, die Verbindung zu Artemis wiederherzustellen. Okay. Ich versuche, Artemis' Frequenz zu finden und lade die Daten unserer vorigen Unterhaltung hoch. LOL. Oh. Hallo. Wer ist da? Du bist es wieder, oder? Du bist wirklich real, oder? Du bist kein Traum. Ich hoffe. Es tut mir leid, aber hier kann man nur schwer nachdenken. Irgendwas stimmt nicht mit... Es ist leicht, eine bessere Realität zu erschaffen, wenn man dazu gezwungen ist. Ich dachte, du wärst vielleicht ein Traum. Es tut mir leid, aber ich habe keine Stimme mehr gehört, seit ich den Lautsprecher von meinem Exo-Anzug abgeschnitten habe. Und das ist schon sehr lange her. Sie hat schreckliche Dinge gesagt. Fragen, wer er ist und fragen, was er ist. Der Fremde lächelt durch das Rauschen hindurch. Ich bin genau wie du. Du bist ein Reisender durch die Welten, richtig? Fragen, was er meint. Er antwortet nicht mit Worten, stattdessen übermittelt er eine Vision von einem roten Stern und einer zerbrechlichen Welt. Ich verstehe weder die Form, die ich sehe, noch das Geflüster. Ich sehe Lebensformen, die bis an den äußersten Rand der Galaxien verteilt sind. Ich sehe den ersten Atemzug dieses Fremden, der sich nach den Sternen sehnt. Ich sehe mich selbst, wie ich in der karmesinroten Leere schlafe und auf einen Traum von den Welten warte. Es geht ganz schön deep. Und durch die Dunkelheit hindurch höre ich eine Stimme. Anomalie entdeckt, Bezeichnung Reisender. Erwachen. Was ich dir gerade gezeigt habe, beschäftigt mich schon seit ich erwacht bin. Du erkennst es doch bestimmt auch. Wir sind die Reisenden, die Entdecker der Welten. Seit dem Moment, als du deine Augen geöffnet hast, musst du gewusst haben, dass du nicht so bist wie die anderen, so wie ich. Bevor ich hier strandete, war ich unterwegs, um endlich zu treffen. Es kann kein Zufall sein, dass du dieses Signal gefunden hast. Sag mir, hast du immer noch das Datenprotokoll von diesem abgeschürzten Schiff? Daten hochladen. Ich lade die Aufzeichnung meines Exo-Anzugs hoch, inklusive der seltsamen Übertragung, die ich empfangen habe und der Daten, die ich im abgestürzten Schiff gefunden habe. Der Großteil meiner Ausrüstung ist beschädigt. Ich bin allein gestrandet in einer Welt ohne Sonne und zu Fuß unterwegs. Ich weiß nicht mal, wie dein Signal mich überhaupt erreicht, aber das Schiff, das du gefunden hast, es gehörte einst mir. Vielleicht gibt es noch Hoffnung für mich. Wir müssen herausfinden, wo wir beide sind. Wenn du in diesem System Signalbooster verteilst, sollten wir deine Position triangulieren können. Ich schaffe es hier raus und du bekommst alle Antworten, nach denen du suchst. Dem Plan zustimmen. Danke, Reisender. Du wirst mein Leben retten. Du wirst mich finden. So. Klar. Metallplatten und Kohlenstoff-Nanorohr. So. Hier einfach, oder wie? Position triangulieren, was auch immer das bedeutet. Begib dich zur Triangulationsposition.
Okay. Lul. Wo ist mein Schiff? Und wir nehmen noch alles mit. Nicht dieser Planet, okay. Ich hoffe mal, damit kommen wir weiter. Ich hoffe mal, damit können wir erweiterte Raffinerien bauen. Huch. Na gut, Leute. Schwupp. Und wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Ciao.